beim Sitzen, wie ist das besser? Hier im Stehen da. Okay. Lieber Rabbi Teichdahl, ich kann nicht ungeschehen machen, was geschehen ist, aber ich komme zu Ihnen, um Ihnen zu sagen, dass wir erschrocken sind, dass wir erschüttert sind über das Ereignis, dass Sie beschimpft und bespuckt worden sind. Und ich möchte Ihnen und Ihrer Gemeinde sagen, dass die deutsche Polizei und die Strafverfolgungsbehörden sicherlich alles unternehmen werden, um die Verantwortlichen zu finden. Und ich will Ihnen versichern, dass der deutsche Staat, dass die deutsche Gesellschaft Antisemitismus in diesem Lande nicht dulden wird. Und Sie haben hoffentlich in den letzten Tagen angesichts der Anrufe, der Zuschriften, die Sie erhalten haben, hoffentlich sehen können, dass es viel Solidarität gibt. Und ich versichere Ihnen, dass ich in meinem Bemühen, den jüdischen Glauben in Deutschland zu stärken, jüdische Gemeinden zu stärken in Deutschland, nicht nachlassen werden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind sehr, sehr berührt, dass der Bundespräsident mit seinem sehr, sehr vollen Terminkalender die Zeit gefunden hat und überhaupt dieses Gäste. Es ist wirklich eine sehr, sehr große Kraft von Ermutigung für die Zukunft. Und natürlich, wir lassen uns nicht ablenken. Wir wissen, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland sind positiv und tolerant. Und gemeinsam mit Licht über Dunkelheit werden wir in die Zukunft, eine positive Zukunft für jüdisches Leben und Miteinander. Und wir danken dem Bundespräsident und wünschen, Gott soll geben viel Kraft in die wichtigen Aufgabe. Und gemeinsam haben wir eine positive Zukunft hier in Deutschland. Dankeschön. Thank you.